Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode BeamNG. Heute zusammen mit Ebro. Hi. Ebro ist heute als Zuschauerin mit von der Partie und ich habe mir eine neue Challenge überlegt. Wir haben hier eine Mod installiert, die den Damage indicated, also die zeigt an, wie viel Damage das Auto hat. Jetzt aktuell ist natürlich noch alles picobello, wir haben 0% Damage. Hier unten links ist auch nochmal eine detailliertere Anzeige, was genau wie wo kaputt ist, das gehört zusammen. So. Ziel der heutigen Mission ist es, 100% Schaden zu bekommen, das heißt full im Arsch. Dazu haben wir eine Map rausgesucht, die verschiedene Tötungswerkzeuge bereithält. Wir sind beim ersten, lass eine positive Bewertung da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Let's go. Du weißt ja noch gar nicht, was das hier jetzt kommt, nee, ne? Nee, ich habe gar keine Ahnung, was... Alter! Das sind 100 Stufen. Ach du Scheiße. Da würde ich das ist übrigens ein McLaren. Also ich habe nur Luxusautos. Okay, na, wir fahren mal runter. Mal sehen, wie viel Damage wir jetzt hier direkt beim ersten Mal kriegen. Langsam oder schnell? Okay, ja, moin, hat sich erledigt an der Stelle auch. 7? Hey, das könnte richtig viel werden. Okay, 11, 12, 15. Ja, ich glaube, es geht dann... Oh nein, der fliegt, glaube ich, auch viel, deswegen berührt er die Truppe. Der muss mal auf dem Dach landen jetzt hier ordentlich. Ja, das wird ja völliger Reinfall. Was ist denn das jetzt hier? Vielleicht gegen den Baum nochmal. Nee, scheiße. Wie der sich dreht. Überleg mal, du willst da drin sitzen. Ich glaube, der fährt sogar noch. Ja. 28, Schmutz. Ja. Das war ja gar nichts. Ja, okay, das stimmt. Kacke war das. Gut, das heißt, das war schon mal ein Reinfall. Ja. Hier haben wir eine Rampe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die hinführt, aber wir fahren sie einfach mal. Du fliegst wahrscheinlich und landest dann. Okay, weil wir müssen aber Anlauf holen. Wir haben jetzt hier ja nicht das 10.000 PS Auto. Der McLaren ist ein bisschen langsamer. Oh, pass auf. So. Jetzt Vollgas. Mal sehen, wo wir hinfliegen. Wow. Oh, das ist cool. Was ist da unten? Das sind Stacheln, aber ich flieg zu weit. Oh, ich glaube auch, dass du zu weit fliegst. Nee, es haut, glaube ich, hin. Nee, oh, schon Wasser. Oh, für aber Rekord, 41. 41%. Oh Gott, der Motor hängt raus. Oh nein. Okay, warte, aber das kriegen wir hin. Wir dürfen nicht so schnell. Ich glaube, Stacheln sind krank. Ja, das sollte heftig reinkommen. Das muss doch jetzt hin, auch mit 40 km/h, oder? Ja, das haut perfekt hin. Und... Alter. Schon wieder 40. Hey, guck mal, der Fahrer hätte sogar überlebt. Alter. 40. Auch nur 40. Kacke. Okay, lass mal den Berg hoch. Mal sehen, wo der hinführt. Oh Gott. Ah. Egal, gut. Ah, das ist auch eine Katastrophe hier. Da unten ist ein Loch. Egal, wir haben abgekürzt. Nehmen wir direkt. Wir müssen irgendwie das Loch da unten treffen. Wir zusammen. Nein, nicht da. Nicht out of map. Nein, nicht. Au. Ja, safe. Nee. Scheiße, out of map. Aber wie viel? Ja. Oh Gott, wie sieht das denn? Das sieht ja richtig komisch aus. Sieht aus wie Zuckerrohr. Das ist ein Minecraft-Kini. Oh, guck mal, da sind ja noch richtig heftige Sachen. Was ist das ganz recht? Die eine Rampe ist ja abnormal gestört. Ich kann nicht mal die Spitze anzeigen. Oha, krass. Das ist, glaube ich, diese Riesenschanze. Oha. Let's go. Oha, das wird krass. Oha, ist das steil. Oha, hier ist ja was. Hä? Das sind solche Speedbucke. Alter. Das wird Safe-Rekord. Oder vielleicht auch nicht. Man ist viel zu heftig schnell. Oh, 33 jetzt schon. Safe-Rekord. Oh, wie schnell ich das drehen. Überleg mal, du willst da drin sitzen. Und Rekord. Oh mein Gott, das ist übelst. Alter, das ist übelst buggy. Oh, wenn du jetzt von dort runterfällst. 55. Oh, der fliegt ja wirklich 100 Meter mit jedem Buff. Ja, ich hoffe, der kriegt jetzt leider keinen Schaden mehr. Oh, der muss in diesem Krokodil landen. Oder was ist das? Papagei. Ja, 60. Jawohl. Alter, wie weit die Teile fliegen. Siehst du das eine Teil? Ja, ich hab's gesehen. Komm, noch ein bisschen. Oh, schade. Okay, 61,1. Alter, die ganzen Teile. Oh mein Gott, wie das so aussieht. 61,1. Das war Rekord. Oh, das Ding ist ja wirklich abnormal riesig. Was wäre passiert, wenn du die andere Richtung gefahren wärst? Wie rückwärts? Also, hier runter? Da runter. Das kommst gar du nix. Irgendwo auf? Du kannst probieren, da ist glaube ich einfach nur nichts. Oh. Wenn da eine Plattform ist, ich frag mich, wie viel Damage. Ja, das wird nicht so viel Damage sein. Da ist eine Plattform, oder? Sehe ich's falsch? Nee, ich flieg jetzt auf den Boden. Oder ja, was meinst du? Ich, ja. Das wird ganz, ganz wild. Aber das wird nicht so viel Damage, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, moin, Rekord! Hä? 63,7, so leicht kann es gehen. 63,8. Oh, 63,8, ja. Hey, das war ja richtig illegal. Okay, tatsächlich Rekord. Aber ich glaube, man kann hier mehr kriegen. Ich will nochmal runterfahren. Ja. Vielleicht mit einem anderen Auto, weil wir fahren mit einem anderen Auto. Ja, mach das.
Wir nehmen mal einen schnellen. Warte mal, wir wollen die Mod-Autos. Das ist hier Mist. So. Ein klassischer Ferrari oder ein Audi? Nee, ein Ferrari. Nehmen wir einen Ferrari. Ferrari, das ist mein Traumauto. Das sieht also nicht der jetzt aus. Genau, aber so vom Style. So, okay, Abfahrt. 63,8 gilt es zu knacken. Ja, Problem ist, dass man hier so viel in der Luft ist. Ja. Man müsste das Ding treffen. Gut, gut, das war ein guter Hit. Ja, das wird nichts. Der ist viel zu schlecht, oder? War der Mercedes besser? Guck mal, gerade mal. Okay, was heißt besser? Eigentlich ist es ja gut, wenn er nicht so viel Schaden kriegt, nur sag ich mal, aber. Vielleicht, wenn er dann mal richtig heftig nochmal. Oh, Alter, was ist da denn rausgeflogen, Junge? Oh mein Gott. Ja, 40 wird er so. Ja, schlecht. Junge, der Motor, wie der rumfledert, Alter. Wir sind BMG, wir haben das realistischste Schadensmodell ever. Bruder, sieht mir nicht sehr realistisch aus, wie das Ding rumfliegt. Ich sag bloß. Mann, das war irgendwie enttäuschend. Das war echt scheiße. Bella. Toyota Supra. Wir sind bei der nächsten Katastrophe. Das und? Ist so ein Loch zum Runterfallen, wo so ein Haufen Stäbe sind. Ey, du musst die aber auch treffen, ne? Nicht, dass du jetzt irgendwie... Ja, ich fahre da mit Fullspeed rein, damit ich direkt an die Wand schon mal crashe. Das ist schon mal der erste Crash, oder? Das ist so. Gut. So. Der müsste eigentlich auch sehr schnell sein. Das ist auch ein schnelles Auto. So. Am Ende fliegst du so rüber. Oh, oh, oh. Bodenhaftung ist so lala. Go! Und? Hast schon mal ein bisschen Prozent mitgenommen. Oh, doch, okay. Das könnte. Guck mal, das geht noch tief. Aber es wäre besser, wenn unten nochmal Stacheln wären. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Das wäre krass. Als ob die am Ende den Rekord machen, einfach nur um da runter zu fahren. Ja, das wird ja nichts, kannst du voll vergessen. Wobei der letzte Aufprall nochmal vielleicht? Nee. Ja, kannst du nicht. Kacke, Schmutz, Kacke. Soll ich das mal probieren? Ja. Das Standard? Das ist jetzt kacke eigentlich. So, ich bin jetzt beim Dead End. Oder? Es gab zwei Katastrophen. Ich weiß nicht, Waterfall, welche. Dead End stand da. Es waren, glaube ich, zwei. Waterfall und Dead End, oder? Ja, ich fahre mal hier rein. Ich weiß auch nicht, wo wir hinkommen jetzt. Warum ist es doch immer so hell? Wo kommt das Licht her? Ich kann voll nicht. Ah, hier. Ah, guck mal, es gibt zwei. Links ist Waterfall. Okay, wir beginnen mit Waterfall. Das klingt nicht so krass. Okay, Waterfall. Wie viel der? Ich glaube, weiß nicht, meinst du das Auto? Ja, vielleicht. Okay. Ja, der fährt aber halt kaum 130. Guck dir das mal. Ah, hä? Okay. Ich fahr durch. Macht das so viel Damage irgendwas? Alter, 8,1. Kacke. Ja, okay, ich bin einfach nur durchs Wasser gefahren. Was erwartest du? Okay, jetzt kommt das Todesende. Entspannt. Fährst du denn da gegen eine Wand oder so? Ja, das wäre schlecht, weil mein Auto ist nicht sehr schnell. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, wir können ja vielleicht mal mit einem schnelleren Auto. Lass erst mal gucken. Nee, safe ist das irgendwas mit Stacheln oder so ein Kram. Gott. Man kann auf jeden Fall viel Speed holen hier. Könnte vielleicht doch eine Wand sein. Vielleicht so ein 10K-Auto, das können wir mal probieren. Das ist ein unendlicher Tunnel. So mäßig Niemandsland. Ja. Das ist ja die Übersetzung, können wir mal übersetzen. Aber Dead End heißt doch eigentlich, dass es eine Sackgasse ist, oder nicht? Ich glaube, das ist einfach übersetzt Niemandsland, oder? Ja, anscheinend schon. Also, ja, gut. Also, krass viel Damage. Wir können das aber ausprobieren. Oh. Wenn man kann, leider. Wie schnell das ist, ne? Oha, 600 und... 700, komm, 700. 700. Alter. Die Reifen werden auch immer größer, je schneller man ist. 800. Boah, das ist so schnell, Alter. Oh. Hey, wie lang ist denn der Tunnel? Wie lang haben die den gemacht? Ich weiß es 1000 km/h. Lego, du willst 1000 km/h. Alter, die Reifen, was ist mit dem los? Und das ist Ende. Ich hab's. Oh, von wegen unendlich. Ich kriege aber kein Damage mehr. Nee. Oh nein, die Reifen wieder so. So Bruch, Alter. 15%. Ja, aber ich crash jetzt einfach da geradeaus rein. Mit 280. Das müsste auch ein Fett. Ja, das gibt aber nur vorne Schaden. Oh. Alter, der wurde einfach gelöscht vorne. Alter. Wie kann das nur 36% sein, Alter? Das Auto ist halb gelöscht. Das muss ja mindestens mal 50 sein. Hinten ist auch im Arsch. Oh mein Gott. Ich glaube, die Alarmanlage ist losgegangen.
Hörst du das? Ja, ich sehe doch das Blinken. Oh ja, das könnte. Warte, ich mach noch was. Oh mein Gott. Vielleicht ist das heftiger so. Fliegst du gerade ein bisschen weiter in die Höhe? Nee, ne? Nee, ich flieg runter. Oh, das könnte heftig sein, oder? Ja. Yeah! Easy, Alter, Rekord. Boah, es geht doch weiter. Ach du Heilige. 74. Zählt das schon, oder? Ja. 74, easy. Oha, die Aber 100 ist wirklich übelst schwer, 100 zu kriegen. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button für mehr Challenges im BeamNG. Ich würde mich sehr freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr noch kein Abonnement seid. Und bis morgen, euer Benzo. Tschüss.